Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe habe ich wieder mal ein richtig schönes Schmuckstück rausgekramt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bleibt einfach mal dran, wenn es euch interessiert. Was habe ich euch denn heute mitgebracht? Heute habe ich euch die Gewa Box Kamera mitgebracht. Ein richtig wunderschönes Schmuckstück. Gefertigt wurde sie in Belgien. Ist eine Boxkamera, ganz normal. Ihr kennt ja sowas. Ja, mit zwei Brillantsuchern. Einmal hier, einmal hier. Das Format ist 6x9. Also ganz klarer Fall. Rollfilm 120 mm. Momentan muss ich ehrlich sagen, fotografiere ich eh am liebsten Rollfilm. Ich weiß nicht warum. Gut, aber 8 Bilder sind möglich. Und wir schauen doch mal, was wir damit hinbekommen. Was gibt es denn zu der Kamera zum Sagen? Ja, eigentlich nicht viel. Hat hier wie so Zonen, so eine Schnecke aufgebaut hier, wo man einstellen kann. Okay, also 7 Meter bis unendlich, 4 bis 6 Meter. Dann noch 1,5, also 1,5 Meter bis 3. Das sind so diese drei Einstellmöglichkeiten, was die Schärfe betrifft. Dann von der Blende her haben wir die Möglichkeit, eine Blende 8 oder eine Blende 16 zu nehmen. Und von der Verschlusszeit ein Dreißigstel und Bulbfunktion, aber das war ja eh klar. Gut, mehr hat das Ding nicht einzustellen. Im Endeffekt drei Knöpfe. Ja, zwei Knöpfe, ein Drehrad zum Einstellen und einfach den Auslöser. Piepen einfach. Das Laden der Kamera funktioniert auch wie in gewohnter Weise. Hier einfach bloß so ein Hebel rumtun. Es geht ein bisschen herb, aber ich finde es gut, wenn es ein bisschen herb geht und nicht so ausgelutscht ist, weil dann kann ich mir auch ziemlich sicher sein, dass das funktioniert. Also, hier oben kommt die Geberspule rein, hier hinten ist die Nebenspule, rüberziehen, zusammenstecken, so. Zumachen, glücklich sein, fotografieren. Gell? Also von der Seite her piepen einfach. Ihr habt es ja schon gesehen gehabt, ich nehme jetzt heute den Fomapan 200. Es ist heute leicht bedeckt, es ist aber auch Schnee draußen. Schauen wir mal, was ich da finde. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau. Gefertigt wurde die Kamera 1951 bis 1953. Also, ja, ein 70 Jahre altes Schätzchen. Ja, und sollte natürlich noch seinen Dienst tun. Ich hoffe es, weil ich habe ab und zu ein bisschen das Gefühl, dass der Verschluss ein bisschen hackelt. Aber schauen wir einfach mal. Ja. Ich werde jetzt mal einen Film reinlaufen. Und dann schauen wir mal, was wir alles entdecken können. Ich muss halt sowieso wieder mal nach Innenstadt. Ihr kennt es ja. Ich nehme ja meistens die Kameras mit, wenn ich irgendwo einkaufen gehe oder irgendwas mache. Und ganz ehrlich gesagt, bei diesem Mistwetter, also es ist wirklich Schnee wie Sau hier bei uns im Allgäu, habe ich auch nicht wirklich wahnsinnig Lust dazu. Aber ihr wollt ja auch wieder mit Content versorgt werden. Also gehe ich bei euch auch durch Wind und Sturm und Schnee und schieß mich tot. Nee, Spaß beiseite. Film haue ich rein. Wie gesagt, 200er ISO. Das passt bei dem bewölkten Wetter einigermaßen. 100er war mir zu knapp, weil ich ja halt eben durch die, sag ich mal, geringe Blendenanzahlen und geringe Verschlusszeit einfach da limitiert bin. Schauen wir mal, was wir rausbekommen. Also dann, bis gleich. Ja, in Immenstadt angekommen. Jetzt schauen wir doch mal, was wir Schönes finden. Ich muss allerdings ehrlich sagen, ich glaube, mit dem 200er ISO, da hätte es glaube ich den 100er auch getan. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil jetzt ist die Sonne rausgekommen, ist echt zum Kotzen. Aber mei, was wir machen, das sind halt die Tücken des Analogfotografierens. Schauen wir einfach mal, was wir Schönes entdecken.
So, vier Bilder habe ich schon gemacht. Also kann man sagen, die Hälfte vom Film ist bereits schon weg. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, als ob der Auslöser gar nicht funktioniert hat. Also ich drücke zwar drauf, aber irgendwie habe ich nichts klacken großartig gehört. Wird ein bisschen ein Glücksspiel. Jetzt schauen wir halt mal. Ja, jetzt gerade eben noch bei einem Bekannten gewesen, aber ich muss halt auch mal sein. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir noch mit den restlichen vier Bildern, vier müssten es noch sein, machen. So, jetzt habe ich alle acht Bilder fertig gemacht. Es ist heute nichts Aufregendes, sage ich ganz ehrlich. Denke halt einfache Motivwahl für eine einfache Kamera. Ja, schauen wir einfach mal, ob es was geworden ist. Wie gesagt, ich habe ja das Gefühl, dass es wahrscheinlich eher nichts geworden ist, weil ich keinen Auslöser gehört habe. Aber naja. So. Nee, ich werde die Fotos jetzt entwickeln. Und dann ja, sehen wir uns beim Resümee auf jeden Fall mal wieder. Ja? Ja, das war jetzt mein Video zu der Zewa Box. Eine schöne Kamera an sich schon. Die Kamera ist schön. Die Fotos sind größtenteils Mist. Na gut, diejenigen, die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, wissen ja auch, ich scheue mich nicht davor, auch schlechte Fotos, ich sag jetzt mal, zu präsentieren. Und darum ist das Video auch dementsprechend kurz jetzt mal. Nee, aber Spaß beiseite. Ich gehe davon aus, dass eben diese schlechten Bilder bis auf zwei eben, und das hat mich gewundert, weil so viele ich jetzt mich noch entsinnen kann, sind nämlich die beiden Fotos nämlich so gemacht worden und nicht so. Und ich schätze, dass ich hier vorne gehalten habe, geschaut habe, so und wahrscheinlich beim Drücken immer etwas gewackelt habe. Ich habe ja schon während dem Video gesagt gehabt, dass ich da schon ein bisschen Bedenken habe, ob das überhaupt funktionierte. Gut, ausgelöst hat sie, aber halt leider nicht so, wie ich das gerne wollte. Aber mei. Ansonsten ist es eine schicke Kamera. Das nächste ist ja auch dieses. Ich nehme ja meistens die Kameras her, mache selten, sage ich mal, Probeaufnahmen damit, eigentlich auch aus Kostengründen. Und von der Seite, oh, entschuldigt bitte, Nachtschicht. Und von der Seite her ist es einfach so, dass hätte ich schon gemerkt, dass diese Probeaufnahmen Scheibe sind, dann hätte ich die Kamera wahrscheinlich gar nicht präsentiert. Die habe ich aus eBay raus und wir wissen ja alle selber, gerade die Kameras auch kaufen bei eBay, da können auch die einen oder anderen mechanischen Gurken dabei sein, sage ich jetzt mal, die als super toll und funktionell und schieß mich tot betitelt werden und derweil ist es eigentlich nur noch Schrott. Ich hatte zwar ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich das Gefühl hatte, dass sie nicht immer ganz so perfekt auslöst, aber nein, ist halt so. Nichtsdestotrotz hoffe ich, das Video hat euch trotzdem gefallen. Jetzt fällt es mir nur ein, zum Preis habe ich ja gar nichts gesagt gehabt. Ich habe, glaube ich, 15 Euro für die Box gezahlt. Gell? Nichtsdestotrotz, sie ist eine schöne Box, also schöne Boxkamera und macht sie bestimmt gut in meiner Sammlung. Ansonsten, wenn man ein gutes Stück erwischt, spricht gegen diese Kamera nichts. Der einzigste Nachteil, jetzt hätte ich es beinahe doch vergessen, wenn man hier Linse reinigen will, bei den meisten Boxkameras geht es ja auch von hinten und dann kommt man wunderbar vor. Hier, wirklich hier drin irgendwo ist die Linse und die von innen sauber zu machen, war fast nicht möglich, ohne das Ding vollends zu zerlegen. Und naja, ist halt so. Gut, also jetzt aber wirklich Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Daumen nach unten geht ihr anscheinend nicht. Aber könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare was schreiben. Ansonsten gibt es nicht viel zum Sagen, außer gut Licht. Bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Ciao.